und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe online bei Rossmann bestellt und die Bestellung kam jetzt an. Und genau deswegen wollte ich euch jetzt gerne einmal zeigen, was ich mir bestellt habe. Genau, so sieht hier einmal der Inhalt aus. Und ja, ich würde sagen, wir fangen doch gleich an mit dem ersten Produkt. Und zwar hier, das ist von Sun Ocean Kids Sonnenspray 50 LFS hoch, also beziehungsweise Lichtschutzfaktor ist hier 50. Genau, die war im Angebot. Ich glaube, die müsste auch noch im Angebot sein. Genau, die war anstatt 6 Euro, 5 Euro noch was, aber ich werde euch die Preise einmal einblenden. Und genau, ohne Duftstoffe für empfindliche Haut, wasserfest, plus UVB-Schutz. Also genau, ich hatte jetzt keine mehr da und genau, deswegen habe ich mir hier die einmal gekauft. Dann habe ich von Isana, das ist hier eine neue Edition hier, Exotic Party, Duschschaum und Body Lotion 2 in 1, exotischer Duft nach Frangipani und Kokos, pflegender Ölkomplex. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. So sieht das hier einmal aus. Finde ich sehr schön hier auch von der Aufmachung. Genau, hier steht, reinigt die Haut sanft wie ein Duschschaum und pflegt sie zugleich streichelzart wie eine Bodylotion. Finde ich ganz gut, da es 2 in 1 ist. Wie auch hier schon auf der Verpackung beschrieben, finde ich sehr gut. Komme ich auch relativ gut klar damit und ja, das musste einmal mit. Dann habe ich hier, genau, XL-Packung hier von Alouette, 200 Tücher, Kosmetiktücher, zweilagig, weich und hautsympathisch. Hautsympathisch, genau hier. Einmal mitgenommen, genau, die dürfen bei mir nicht fehlen, das wisst ihr, wenn ihr meine Videos schon länger schaut, genau, und ja, die waren jetzt leer, die musste ich jetzt nochmal nachkaufen. Das Design hier ist auch relativ schön wieder diesmal, genau, online kann man die Verpackung nicht aussuchen, aber ja, sehr schön mit einer Blume, gefällt mir sehr, sehr gut. Dann habe ich hier für meine Tochter 3 Minuten Sanduhr für Kids, von Procodent, da gibt es auch, glaube ich, eine Zahnbürste, die ich ihr immer kaufe. Genau, die gab es hier einmal, oder die gibt es hier jetzt einmal in Blau, habe ich sie bekommen. Die kann man auch nicht aussuchen, also farbtechnisch kann man leider nicht aussuchen, welche Farbe man bekommt. Aber genau, zum Zähneputzen finde ich das ganz praktisch und ja, musste hier einmal mit. Dann habe ich hier von Isana Super Hydro Gel Augenpads Food, also Superfood Hydrogel Augenpads mit Hyaluron und Drachenfruchtextrakt, sofort frische Effekt. So sehen die hier einmal aus. Finde ich auch sehr, sehr, sehr schön hier von der Aufmachung her und klingt auch relativ interessant. Und ja, ihr wisst, ich liebe Augenpads und ja, die mussten mit. Dann habe ich hier nochmal von Isana Exotic Party Augenpads mit Hyaluron, Pfingstrosenextrakt und exotischem Kokosduft. Sofort frische Effekt. Genau, so sieht es hier einmal aus. Das sind so ganz dünne Augenpads diesmal. So, jetzt ging einmal der Akku leer. Ich war hier bei den Exotic Party Augenpads von Isana. Genau, wie gesagt, die hatte ich euch ja eben schon in die Kamera gehalten. Genau, die sind hier neu meines Wissens und ja, die interessieren mich auf jeden Fall. Ich finde auch hier dieses Vlies, denke ich, ist das hier, sehr interessant. Man sieht jetzt gar nicht, was genau drauf steht, aber ja, sehr interessant für mich. Dann habe ich hier von Isana Selbstbräunungs-Bodylotion Beauty Summer mit Aloe Vera und Monoiöl, spendet 24 Stunden Feuchtigkeit für natürlich aussehende und gleichmäßige Bräune. Genau, so sieht das hier einmal aus. Die Verpackung finde ich mega hier mit dem rosgoldenen Elementen hier. Ich muss sagen, ich habe keine Erfahrung hier mit Bräunungsgedöns allgemein. Also ja, mich hat es jetzt einfach interessiert. Der Duft ist auch sehr angenehm. Ich weiß nicht, ich hoffe, es gibt keine Flecken. Falls ihr solche Bräunungslotions oder allgemein Selbstbräuner benutzt, dann sagt mir gerne, wie ihr das macht. Ich weiß, man muss vorher einmal seine Haut peelen, aber ich weiß nicht, wie das jetzt hier ist. Ich denke nicht. Mal schauen, ob hier noch etwas dazu steht. Isana Selbstbräuner Body Lotion gleichmäßig auf die gereinigte und trockene Haut auftragen und vor dem Anziehen vollständig einwirken lassen. Anschließend die Hände gründlich waschen, täglich
täglich angewendet, ist nach einigen Tagen eine leichte natürliche Sommerbräune sichtbar. Auch ideal geeignet, um einen bereits gebräunten Tag aufzufrischen. Ja, bin ich gespannt, wie das hier so funktioniert. Dann habe ich hier einige Duschgele hier einmal gefunden und mitgenommen. Die sind hier jeweils von Isana, Shampoo-Kräuter, Kamille und Salbei ohne Silikone, normales und schnell fettendes Haar. Genau, das ist hier einmal diese Richtung habe ich mitgenommen, hier mit Kräutern. Ja, riecht sehr nach Kräutern, aber finde ich in Ordnung, finde ich auch, das passt richtig gut zum Sommer. Hier sind einmal 300 Milliliter enthalten. Genau, dann habe ich hier auch von Isana ein Shampoo und Spülung 2 in 1 Volumen mit Malve und Acai ohne Silikone, kraftloses und feines Haar. Genau, hier sind auch wieder 300 Milliliter enthalten. So sieht hier einmal die Flasche hier aus. Genau, hier steht einmal mit Softcare-Komplex und Weizenprotein vereint die reinigende Wirkung eines Shampoos mit der einzigartigen Pflege einer Spülung. Mit seiner speziellen Formel verleiht es auch kraftloses und feinem Haarvolumen. In das feuchte Haar einmassieren, gründlich ausspülen. Genau, also ja, die Verpackung gefällt mir hier aber ganz gut, muss ich sagen. Genau, wie gesagt, ich habe jetzt einfach hier so ein paar Sachen mitgenommen, die ich gesehen habe, die mich interessiert haben. Es ist auch allgemein nicht so viel geworden. Es hat mich auch nicht so viel angesprochen, muss ich dazu auch sagen. Genau, also hier haben wir ein Shampoo, Feuchtigkeit, Kokoswasser und Panthenol ohne Silikone, trockenes und strapaziertes Haar. Da habe ich jetzt einfach mal reingegriffen und geschaut, was für mich dann so, für mich halt so funktioniert. Genau, hier auch wieder 300 Milliliter enthalten. Und dann kommen wir hier zum letzten. Das ist hier ein Shampoo, sensitiv, Baumwoll und Kornblume, auch ohne Silikone, empfindliche Kopfhaut und normales Haar. Genau, hier, so sieht es einmal aus, ist auch eine sehr schöne Verpackung. Ich muss sagen, ich habe da jetzt nicht drauf geachtet hier auf diese Shampoos, aber feines und kraftloses Haar habe ich, empfindliche Kopfhaut ist... Kommt immer auf das Shampoo drauf an, was ich benutze. Und trockenes Haar habe ich dann eben in den Spitzen, habe ich relativ trockenes Haar. Also alles passt so ziemlich gut auf meine Haarstruktur. Dann habe ich hier nochmal was für meine Tochter mitgenommen. Enjoy Yourself Isana Schaumbad Regenbogen. Zauberhafter Duft nach Beere. Das ist hier richtig süß, diese Aufmachung, diese Verpackung hier mit der Sonne, mit diesen Wolken und mit dem Regenbogen. Finde ich richtig, richtig schön. Und ihr wisst, ich nehme immer wieder was zum Baden für meine Kleine mit, denn sie mag sie recht gern. Und ich finde, die riechen auch echt, echt gut. Also genau, das musst du mit. Dann kommen wir doch hier gleich zu den letzten beiden Produkten. Genau, das ist hier einmal Isana Superfood Creme Peeling mit Niacinamide und Pink Grape. Fruit Extrakt. Ich zeige euch jetzt erstmal die Packung. Die ist richtig, richtig schön, muss ich sagen. Ich möchte aber auch einmal für euch dran riechen, weil Grapefruit, das hört sich schon sehr interessant an. Ja, ist ein sehr leichter Grapefruit-Duft, was mir hier entgegenspringt. Ich mache es jetzt einmal noch mal zu. Meistens ist so, ja, okay, manchmal gehen die Peelings von Isana, also war jetzt meine Erfahrung nicht ganz zu, da dreht sich's durch. Habe ich hier auch noch einen Pott in meiner Dusche stehen, aber gut, das geht jetzt hier zu. Genau, was wollte ich jetzt sagen? Genau, also ich liebe Peelings, vor allem jetzt auch im Sommer, weil es gibt immer wieder trockene Stellen, wie an den Knien oder auch meine Hände werden jetzt auch wieder trocken, meine Arme sind relativ trocken und das, ich finde es einfach sehr, sehr gut, diese Peelings allgemein von Isana habe ich auch immer wieder welche da und genau deswegen musste der jetzt hier einmal mit. Ist einfach sommerlicher Duft und ja, Grapefruit, da kann man ja eigentlich nichts falsch machen. Dann kommen wir schon zum letzten. Das ist hier einmal eingepackt. Ich mache das einmal für euch auf. So, das ist einmal hier von River Love Me 2-in-1 Baked Rouge Highlighter. Genau, ich glaube, ich habe hier noch was. Ach, das ist hier noch verschlossen. Das wäre hier einmal in der Farbe 02 Peach 2-in-1 Baked Rouge Highlighter. Genau, so sieht das Ganze hier aus. Jetzt seht ihr hier meinen Hintergrund.
Genau, die Verpackung ist richtig, richtig schön, gefällt mir richtig gut. Genau, so sieht hier einmal die Farbkombination aus zwischen dem Highlighter und dem Rouge. Genau, finde ich ganz schön, ist sehr roséhaltig gehalten. Ich kann es euch auch gerne einmal zeigen. Ist auch relativ gut pigmentiert, muss ich sagen. Also ich muss nicht allzu oft hier reingehen, um ein Ergebnis zu haben. Genau, also hier sieht man es. Ich hoffe, jetzt stellt sich scharf die Kamera. Genau, also hier ist eben der Rouge und hier ist eben der Highlighter. Ist, wie gesagt, ein gebackenes Duo. Hatte ich bisher, glaube ich, auch noch nicht. Und ja, fand ich sehr interessant, deswegen habe ich es jetzt mal mitgenommen, auch hier im Sommer benutze ich auch relativ helle Farben, im Winter benutze ich meistens nur dunklere Farben, also im Sommer gehe ich dann ins Hellere über und ja, finde ich richtig schön, wie gesagt, auch die Verpackung hier. Und ja, ihr Lieben, das war das letzte Produkt aus meinem Rossmann Haul. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.